Ja, liebe Parteifreunde, erstmal herzlichen Dank, dass ihr heute hierher gefunden habt, trotz Test- und Maskenzwang. Vielen Dank dafür. Wir sind die AfD. Wir lassen uns nicht kleinkriegen. Weder vom politisch missbrauchten Verfassungsschutz, noch verboten von Parteitagen, wie es uns passiert ist, noch von Test- und Maskenzwang. Und auch nicht von der medialen Gesinnungspartei, Gesinnungspolizei. Davon lassen wir uns nicht einschüchtern. Dieses eiserne Durchhaltevermögen, dafür möchte ich euch heute recht herzlich danken für unsere Heimat und für eure Standfestigkeit. Ja, die meisten werden mich kennen. Ich sage es euch nun, ich werde mich heute für das vierte Mal, für die vierte Amtsperiode im Landesvorstand bewerben. Falls ihr mich jemand nicht kennt, trotzdem Gerd Mannes, stellvertretender Landesvorsitzender heute und stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion. Also, ich stehe für Kontinuität. Vor meiner Zeit in der Politik habe ich nach der Berufsausbildung zwei Studien abgeschlossen in München und Paris. Und darf auf 30 Jahre Berufserfahrung zurückblicken in der freien Wirtschaft. Das ist fast mehr als dieses gesamte zukünftige Gruselkabinett in Berlin. Ja, in diesen knapp drei Jahrzehnten war ich in leitender Position bei Konzernen, mittelständischen Unternehmen tätig, international Personal- und Führungsverantwortung. Ja, und meine organisatorischen und technischen Fähigkeiten möchte ich euch hier im Landesvorstand weiter zur Verfügung stellen. Es ist, glaube ich, unbestritten, dass ich sehr gut mich auskenne im Management von IT-Systemen, Organisation von Prozessen oder ich habe auch schon die letzten zwei Male jetzt die Liste für die Bundestagswahl erfolgreich eingereicht. Alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, war immer zuverlässig organisiert. Auf mich könnt ihr euch verlassen. So, als Vater von 5 Kindern ist mir natürlich die Zukunft unseres Landes nicht egal. Damit beantwortet sich eigentlich schon die Frage, warum bin ich eigentlich in die Politik gegangen? Ich habe die Nase davon voll, den korrupten Bonzen und der Kartellpartei zuzusehen, wie sie auf Kosten unserer Kinder ungeniert unser Land plündern. Wir haben lange genug gesehen, wie machtgierige Politiker wie Merkel oder Söder einen Keil in unsere Gesellschaft treiben, jetzt auch mit der Impfpflicht. Sie begehen mit ihrem fanatischen Klima und Corona, mit ihrer fanatischen Corona-Politik, einen wirtschaftspolitischen Amoklauf und vernichten dabei Millionen von Arbeitsplätzen. Damit muss Schluss sein. Wir wollen doch diese Suppenkasse und mit ihren Sauereien nicht länger ertragen, damit die einfach ungeschoren davonkommen. Wir sollten Schluss damit machen. Es ist nicht hinnehmbar, dass DDR-Funktionäre wie Merkel oder Stasi-Agenten wie Kahane mit der Antonio-Stiftung ungehindert die Axt an die Wurzel unserer Demokratie legen. Pfui, das lehnen wir ab. Unter dem Vorwand des Klimaschutzes findet zurzeit die größte Enteignung der Nachkriegsgeschichte statt. Sehr wichtig für mich als Wirtschaftspolitiker. Meine lieben Parteikollegen, wir befinden uns im Kampf um unseren Wohlstand, Moral und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dabei geht es um die Zukunft unserer Kinder. Wollen wir zulassen, dass unsere Kleinsten und Schwächsten Sklaven einer sozialistischen Zukunft werden? Werden wir dabei zusehen, wie der übergriffige Staat, den ich jeden Tag im Landtag sehe, sich anmaßt, die Hoheit über unsere Kinderbetten zu erlangen? Genau das will der zu angeblich zukünftige Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich sag's euch, wer zur Durchsetzung seiner politischen Agenda auf unsere Kinder zieht, der ist der größte Feind von Freiheit und Selbstbestimmung unserer Demokratie. Das müssen wir verhindern. Und wer die Kinder in den Schulen mit Masken, Impfnöten und Isolation praktiziert, so wie meine Kinder, wie der Markus Söder,
der hat nur Machthunger mit seinen faschistoiden Fantasien. Auf Kosten unserer Schwächsten, unserer Kinder. Hände weg von unseren Kindern! Damit verschlucken. Diese Altparteien haben einen gesellschaftspolitischen Fleckenplan losgetreten. Und nur die AfD, nur wir stellen uns dagegen. Wir sind der freiheitlich-konservative, patriotische David gegen die linksgrüne, versifften Goliath. Und wir werden gewinnen, genau wie damals in der Bibel stand. Koste es, was es wolle. Ja, wir können es uns nicht leisten, länger uns in Streitigkeiten zu verlieren. Dafür stehe ich schon. Wir müssen uns auf unsere gemeinsame Basis, unser Parteiprogramm, besinnen. Machen wir ja auch im Landtag eigentlich, wir versuchen es. Wir machen doch da sehr viele gute Anträge. Wir sitzen alle in einem Boot. Und nur gemeinsam haben wir die Kraft, diesem Wahnsinn uns entgegenzustellen. Mit Leistungskraft und Leistungswillen. Wir müssen klar machen, dass wir uns von der vorsätzlichen Zerstörung unserer Heimat, da stellen wir uns entgegen. Ich sage, die Zeiten, in denen unser Deutschland als Selbstbedienungsladen vergewaltigt wurde, die muss enden. Liebe Freunde, ich möchte dazu beitragen, meinen Einsatz als Landesverband, wie die letzten drei Male, mit meinen Fähigkeiten, meiner Schlagkraft, möchte ich auch die Kommunikation intern und extern verbessern, damit wir die Menschen in Bayern erreichen. Unsere Wähler in Zukunft, die müssen wir besser erreichen und müssen neue hinzugewinnen. Bei den kommenden Wahlen, Landtagswahl, es wurde bereits gesagt, bauen wir deutliche Zugewinne. Ich bitte daher um eure Stimme, damit ich in Zukunft mich wie bisher als stellvertretender Landessitzer vor euch einsetzen kann. Kompetent, tatkräftig, zuverlässig. Vielen Dank.